So, Sportsfreunde, hier bin ich wieder und mal, ihr seht auch wahrscheinlich keine Facecam am Start. Das macht auch gar nichts, weil heute habe ich keinen Bock. Heute ist Mittwoch. Ich versuche es auch noch am Mittwoch hochzuladen. Weil Jungs, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Heute war wieder Schulanfang. Jungs, geil. Ich dachte mir so, ja, Digga, alles gechillt. Du gehst einfach in die Schule, triffst deine Leute wieder und das war's. Denkst du, Digga, du triffst da deine Leute. Aber ganz ehrlich, das war's dann auch. Ich juck dir nicht. Die siehst du dann da und die denke ich aber auch alle so, ja, eigentlich ganz geil, aber ihr könnt eigentlich auch wieder nach Hause gehen. 6,5 Wochen Schule frei und jetzt wieder die gleiche Scheiße. Naja, egal, Jungs. Ich wollte euch mal erzählen, weil heute war so ein richtig Scheißtag. Ich bekomme keine Luft, man kennt es, aber ich fange einfach mal an. Wir, andere Schulen, ein Freund von mir, um 10 Uhr, eigentlich auch relativ angenehm. Naja, ich meine, ich stehe ja jeden Tag auch in den Ferien um 7 Uhr auf, also deswegen kein Problem. Dann nur 5:30 oder so aufstehen, nee, 5:30. Ah, so krass übertrieben ist es dann doch nicht. Wann bin ich aufgestanden? 6:30, 6:30. Jungs, gut und gerne fängt unsere Schule dann mal um 7:50 an. Richtig geil. Ich weiß noch nicht, was da im Hintergrund läuft. Irgendein Spiel, was ich denke, ist vielleicht ganz angenehm. Irgendwas, damit ihr was zu sehen habt. Auf jeden Fall, ich heute in der Schule angekommen und ich dachte mir schon, nö, kein Bock. Ein Freund von mir, um 10. Einfach um 10. Die Schule fängt einfach um 10 an. Juckt die nicht. Bei uns 7:50, auch ganz cool. 7:50 eigentlich eine ganz zivile Zeit. Dann kommen wir da an, Oberstufe EF fängt ja jetzt an bei uns. Machst du wirklich nichts. Erstmal kommen dann die Lehrer, erzählen dir was. Du siehst Leute, räudige Leute, die du wirklich die 6,5 Wochen gar nicht vermisst hast. Die sind wieder da. Es juckt sie nicht. Sie campen wieder an in der Ecke. Naja, egal, Jungs. Dann kommen wir da an, Stühle, alles klar. Perfekt, ich setze mich da hin. Freunden. Aber natürlich, ihr müsst es natürlich verstehen, dann kommen da so organisatorische Sachen, müssen wir besprechen. Natürlich hören wir alle zu. Wir reden nicht mit unseren Leuten, die wir vielleicht 6,5 Wochen oder so nicht gesehen haben. Nein. Wir sind alle ganz auf. Wir freuen uns eigentlich. Alles klar, Digga. Kommt ja auch noch ein. Ja, ich weiß nicht, ob ihr den hört. Wenn ihr den gehört habt, den Rettungswagen, macht doch nichts draus. Ich habe ihn auch gehört. Ich dachte mir dann, ja, höre ich ja mal zu. Nach 2 Minuten hat sich das dann auch erledigt mit dem Zuhören. Alles klar, jetzt auch noch Fahrrad. Jungs, es reicht. Warte mal ganz kurz, ich werde erstmal das Fenster zumachen. Ohne Spaß, Alter. Man kann doch nicht mal reden, ohne dass man hier die ganze Zeit von anderen Geräuschen belästigt wird. Also, ich dachte mir, alles okay. Die Leute, die Lehrer erstmal so, ja, hier das und das, EF. Auch eine richtig geile Einführung jetzt. Wenn ihr nicht nach dem Tag, wo ihr krank wart, direkt eine Bescheinigung habt, habt ihr einfach eine Fehlstunde. Juckt ihn einfach nicht mehr. Geil. Also ich glaube, ich werde nie Fehlstunden haben. Ich habe jetzt meinem Körper gesagt, die nächsten 3 Jahre darfst du nicht mehr krank sein. Naja, 2 Jahre eigentlich. Aber was soll's. Vielleicht drehe ich ja eine Ehrenrunde. Ich hoffe mal nicht. So, dann alles okay. Endlich kommen die, so wie bei der Arbeit, ne? Erstmal Besprechung, dann das Vergnügen oder auch vielleicht nicht, wenn die Arbeit scheiße ist. Auf jeden Fall, dann kamen die Stundenpläne. Ich dachte mir, richtig gechillt, man durfte ja auswählen. Aber Mathe bin ich eigentlich ziemlich gut. Da war nur letztes Jahr so Näherin. Nicht schlimm, aber nicht so mein Fall. Ich habe eigentlich, ja, hört sich jetzt schreibermäßig an, immer 1 geschrieben, dann schreibe ich eine 3. Also was heißt, schreibe ich eine 3? Ich bekomme eine 3 auf dem Zeugnis, sonst hätte ich immer 1. Also Lehrerin nicht wirklich schlimm, aber wollte ich jetzt nicht unbedingt wieder haben. Wen habe ich? Lehrerin. Genau die gleiche. Perfekt. Es gibt irgendwie noch 5 oder andere Leute, die da auch für Mathe unterrichten könnten, aber ich bekomme natürlich die. Und dann dachte ich mir noch so, alles klar, wenn ich die jetzt bekommen habe, dann kann ich ja jetzt nicht meine Geschichtslehrerin bekommen. Digga, ich habe auch noch meine Geschichtslehrerin. Es juckt sie alle nicht. Genau die. Und ihr müsst euch, ich erkläre es euch kurz. Junge, ich lehre aber viel zu viel und viel zu schnell, aber es juckt mich nicht. Ihr müsst euch diesen Charakter reinziehen. Vielleicht habt ihr die auch. Die macht gerne mal 45 Minuten Monolog. Du gehst in die Klasse rein, sie kommt rein, sagt, oh, ich habe mich ja auf euch gefreut. Sie hat sich natürlich nicht auf euch gefreut. Kommt dann da rein, kommt in die Klasse und dann, Digga, sie fängt einfach an zu reden, sie hört nicht auf. Und 10% sind die, die bei ihr gewonnen haben und die anderen 90% haben verkackt. Ich gehöre auch zu den Leuten, die verkackt haben, weil, keine Ahnung, du musst als kleines Kind schon irgendwelche Ausflüge ins Geschichtenland gemacht haben, um da irgendwie zu punkten. Keine Ahnung, woher die Leute, die 3 Leute, so viel wissen. Wir anderen haben keine Ahnung, woher das alles kommt. Und dann fängt es aber auch so an, entweder du hast gewonnen und du kannst mit ihr ein bisschen sprechen oder du darfst nur zuhören. Wenn du dich meldest oder du zum Beispiel du liest, richtig gut, wenn du ihr was vorliest. Wer will denn mal bitte den Text 3 von Markus dem Dritten vorlesen? Du meldest dich. Nehmen wir mal Karl. Karl ist so ein normaler Schüler. Bei ihr hat aber auch verkackt, weil er war nicht im Geschichtenland, hat nicht so viel Ahnung, aber eigentlich normal. Er meldet sich und will es vorlesen. Er fängt an.
Karl der Dritte, 1837, ein großer Kaiser. Da unterbricht ihr dich schon. Sie unterbricht dich einfach schon. Es juckt sie nicht. Ja, Jungs, damals und Mädels, das war noch eine Zeit. Dann fängt die erstmal wieder 5 Minuten an zu reden, gibt dir dann das Okay und Karl denkt sich jetzt, Digga, jetzt kann ich richtig reinhauen. Nee, kannst du nicht. 5 Minuten darf er mindestens lesen. 5 Minuten. Sagen wir 5 Wörter darf er lesen. Danach fängt die schon wieder an. Die alle einzigen, mit denen die redet, ist mit den Coolen. Eigentlich ganz geil. Was heißt mit den Coolen? Mit denen in ihren Augen cool. Auf jeden Fall, die habe ich auch bekommen. Ich mir dann gedacht, alles klar, Digga, okay, nicht so schlimm, Hauptsache, ich werde es irgendwie hinter mich bringen. Ich dann also 2 Stunden, was hatte ich? Latein. Die erste Stunde fiel ja schon weg, weil die erste Stunde war ja organisatorische Sachen da im PZ. Ich komme in die 2. Stunde, alles okay, dann Bio. Jungs, ich habe leider diesen Zettel nicht dabei, also ich habe ihn unten liegen. Jungs, diese Lehrerin hat uns extra einen Zettel gemacht, damit wir sehen können, ja, was braucht man für eine 1, eine 2, eine 3, eine 4, eine 5, ich betone die 5 extra, und eine 6. Für eine 5. Ich weiß noch ungefähr. Wisst ihr, was ihr für eine 5 machen müsst? Guter Unterricht, häufig Material dabei, nicht vergessen, dabei haben. Guter Umgang mit Materialien und so weiter und so fort. Du denkst dir, Digga, das ist eine lockere 3. Nee, das ist eine 5. Für 1 musst du, glaube ich, erstmal biologische Wissenschaft promoviert haben, brichst dafür die Schule ab und fängst dann nochmal an, um da eine 1 zu bekommen. Also wenn die das ernst meint. Eine 1. Jungs, ich weiß es nicht, wie man das schaffen soll. Wir haben uns dann gedacht, alles klar, 1, bei der nicht drin, sie uns dann erzählt, ja, eine 3, auch eine ganz gute Note. Ja, eine 3 ist keine schlechte Note, aber diese 1, ich weiß nicht, wer sie hinkriegt. Vielleicht ändert sie ja noch ihre Meinung, weil sie meinte, es wäre nicht alles so 100% richtig. Ja, das hoffe ich mal. Wenn es wirklich so ist, Jungs, ich habe keine Ahnung, wohin das hinführen soll. Dann, letzte Stunde Mathe, hatte ich euch ja schon erzählt, die Lehrerin, wo ich dachte, bekomme ich die vielleicht doch nicht, weil ich hatte immer 1 und sie gibt mir eine 3. Also, nicht so angenehm, die Frau. Also, doch, die Frau ist angenehm, aber irgendwie, keine Ahnung. Also, normalerweise schreibe ich bessere Noten, bei ihr nicht. Dann fangen wir an, die Lehrerin auch übertrieben gechillt eigentlich hier, weil da kamen jetzt neue Leute in unsere Schule und so. Ich also mich irgendwo hingesetzt, die ich aber schon kannte mit 2 Mädels. Dann auf einmal fängt es da die Viertelstunde vor Schluss. Ich feier diesen Typen, der es gemacht hat. Ich feier ihn. Wenn du das Video siehst, melde dich bitte, aber ich glaube, du wirst das Video nicht sehen. Es klingelt auf einmal ein Wecker in der hintersten Ecke. Wo sitze ich? Auch natürlich in der hintersten Ecke mit den beiden Mädels. Alles klar, Digga. Ich mir dann gedacht, gut, chillig. Jetzt sagt die Lehrerin bestimmt, ja, noch eine Viertelstunde. Wir haben auch morgen eine Doppelstunde. Also, lasst gut sein. Ihr könnt nach Hause gehen. Den Wecker, den kriegen wir jetzt nicht, weil das war ja nicht so, dass man den ausmachen konnte. Der wurde irgendwo eingeschlossen. Ich feier diesen Typen. Aber sorry. Sorry, aber da konnte man nichts machen, ne? Und ich mich dann gemeldet, habe gesagt, ja, hier ist ein Wecker, ne? Falls sie es gemerkt haben. Ich glaube, sie hat es gemerkt. Hat sie aber am Anfang nicht gejuckt. Ich dachte, ja, vielleicht hört sie es da vorne nicht so laut. Ja, stimmt. Da ist ein Wecker an. Ja, ich so, ja. Und jetzt? Ja, ist ja nur noch eine Viertelstunde. Die Viertelstunde könnt ihr wohl den Wecker aushalten. Eine Viertelstunde habe ich Gelaber von der Lehrerin gehört. Diesen scheiß Wecker und sonst noch irgendwas. Eine Viertelstunde. Juckt die nicht. Und dieser Wecker. Viertelstunde. Ja, Jungs, da kann man noch Unterricht machen. Ja, klar, kann man da noch Unterricht machen. Man kennt sie, die Lehrer. Einfach durchgehen. Alles klar. So, das war mein Tag. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Was jetzt noch angeht, was besser gesagt noch ansteht, es ist ja Mittwoch. Ich hoffe, ich krieg's mal Mittwoch hin. Ich muss noch irgendwas spielen oder irgendwas im Hintergrund laufen lassen, damit ihr keinen Blackscreen habt oder so. Aber, Jungs, wenn das jetzt so weitergeht, ich weiß es nicht. Also EF, ich weiß ja nicht, was daran so attraktiv soll sein. Ich meine, es geht noch nicht in die Note. Dann schreibe ich halt eine 3. Oder habe ich halt eine 3 in Bio. Aber eine 3. Ich meine, 3 ist befriedigend. Ja, komm, befriedigst du dich hiermit, damit. Alles klar, aber doch nicht, wenn du dir überlegst. Nee, alles klar, lass ich es lieber. Ich könnte mich da noch so reinsteigern. Aber ich lass lieber. Ich würde sagen, das war's eigentlich. Ich will schon noch eine Sache sagen. Nämlich am Mittwoch haben wir jetzt, ich hoffe, ich krieg's auch noch am Mittwoch hochgeladen. Und am Sonntag will ich YouTube-Videos machen. Wisst ihr, ich habe hier gar nichts zu tun. Die Lehrerinnen sind alle ganz, ganz lieb. Und eine 1 zu bekommen, merkt man ja an dem Bio-Unterricht, ist richtig easy. Deswegen, für Schule muss ich wahrscheinlich gar nichts machen dieses Jahr.
versuche ich Mittwoch und Samstag, nicht Samstag, Samstag will ich nämlich versuchen zu livestreamen, entweder ab 18 oder ab 21 Uhr. Nehmt es mir nicht böse, wenn ich dann nicht mal livestreame, aber eigentlich will ich es machen Montag. Alles klar, Montag fängt die Schule an. Da ist alles schwer genug für uns. Deswegen Mittwoch, das erste Video für die Woche, dann am Samstag Stream und am Sonntag noch ein Video. Jungs, und das war's jetzt. Ich glaub's nicht. Ich dachte mir heute Morgen, als ich aufgestanden bin, geil, ja, chillig, bleibst mal, gehst mal in die Schule, guckst mal, was Sache ist. Ich hab keinen Bock mehr. Wo sind meine Ferien? 6,5 Wochen. Ich hab sie nicht gemerkt. Jungs und Mädels, Sportsfreunde, ich wünsche euch was. Ich hau jetzt erstmal, ich weiß noch nicht mal, was ich machen soll. Bücher haben wir natürlich auch nicht bekommen, ganz geil. Eigentlich sollte heute Bücher kommen, die Biolehrerin dachte sich dann aber, nee, bekommt keine Bücher. Ich mich direkt gemeldet, noch ganz kurz am Rande, ich mich kurz gemeldet, hab gesagt, hier, Digga, alles crazy, oder? Wir haben eigentlich alles crazy, oder? Cool, einfach mal cool Freestyle reingehauen. Ich weiß nicht, was ich damit sagen wollte. Es juckt aber auch keinen. Jungs, die Biolehrerin ist dann da. Ich spreche sie an. Ja, heute gerade ist die dritte Stunde. Da sollen wir die Bücher abholen. Ah, okay. Ich dachte mir dann, alles klar, haben wir eine Stunde geschafft, denn wir gehen dann Bücher holen. Ne? Nee, nix da, gar nichts. Die sagt dann irgendein Mädel, kannst du mal gucken kommen, kannst mal gucken, ob da denn Zeit ist. Klar ist da eine Schlange. Ich meine, sie kommt da hin. Ja, ist eine Schlange, alles klar, Jungs, dann machen wir es nächste Stunde. Nächste Stunde hat sie sich ja nicht mehr daran erinnert. Und ja, so war heute mein erster Tag in der Schule, in der 10, in der EF. Ja, ich muss sagen, hielt sich in Grenzen. Mein Spaßfaktor war jetzt nicht so hoch angelegt. Der Spaßfaktor war nicht so hoch. Meiner, ach, keine Ahnung, Jungs. Ich weiß auch nicht mehr. Ich bin auch noch komplett müde. Ich glaube, ich habe 5 Stunden gepennt. Meine Augen wollen eigentlich zufallen. Ich wollte dieses Video, bitte, bitte nehmt es komplett ernst. Und wirklich, was ist das für ein Scheiß? EF, was habt ihr euch dabei gedacht? Egal, Jungs. Ich muss jetzt mal aufhören. Nicht, dass ich hier 20.000 Jahre rede. Ich könnte noch weiterreden, aber das lasse ich jetzt erstmal. Also, haut rein, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Alles, was ihr machen müsst. Bewerten, kommentieren, nicht vergessen, ne? Der ganze Scheiß. Also, haut rein. Tschüssi.